Oh, ich brauche dringend Essen. Ja, bei mir ist eher so, dass ich noch Wärme bräuchte. Ja, Feuer wäre auch nicht Bräuchte ein schlecht. bisschen Wärme und Liebe und Zuneigung. Wo muss ich dich denn dahin, damit ich zu dir komme? Also, alles Licht, ich sehe einfach nichts. Boah, ist das Ah, cool jetzt. gemacht. Ey, ist Bist du eins hochgegangen, oder? Und so ein Seil. nee, seiltechnisch weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe Einmal, oder? kein... So ein Ja, kleiner Pfosten höchstens. hoch. Dann bist du getaucht. Nee. Jetzt bist du unter mir. Ich komme wieder raus. Ja, jetzt bin ich draußen. Oh, 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 fünf, fünf, oh, 5. oh. Fünf. Also bei mir kommt man wieder raus. Also ich habe keine Ahnung, wo du bist, aber ich bin wieder irgendwie auf dem Weg nach oben. Okay. Aber die kommen hinterher. Schaffst du es oder soll ich da irgendwie hinterher kriechen bei dir? Ich habe gerade voll Paranoia, aber da ist gar keiner. Aber ich weiß nicht, wie ich zu dir komme. Ich frage mich die ganze Zeit, wo du Oder bist. ist es draußen? Das ist doch Du bist draußen. nämlich in der Richtung. Aber Ne, ich hier ist laufe da. noch mal einer. Bist du da durch, wo du die Bretter weggeschlagen hast? Oder bist du da? Ja, das klingt gut. Und dann bist du hoch, da wo der bist du da getaucht oder nicht? Also ich meine, ich bin ein bisschen getaucht. Boah, wenn ich das mal wüsste. Sorry. Oh, du, wirklich nicht mehr. Ich bin einfach gelaufen und gelaufen. Und dann war vor mir das blöde Eisentor. Du sagst, komm, dann geh ich mal da rein. Ja, ich bin Mentor. Ich bin ganz unten. Echt jetzt? Ich bin ganz unten in dem Loch. Ich wusste doch, dass dieses Tor nicht ist. Hier ist auch Lava. Nee, ist nicht Lava, aber ist rot. Hä, sind zwei Tore. Oh nee, Ja, da ist klar. Obelix. Oh nee, Obelix mache ich nicht ohne dich. Also Obelix habe ich jetzt keinen Bock. Wie viele Sachen habe ich denn? Ich habe 19 und ich hätte Blätter. Habe keine. Ah ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Ich würde mal sagen, ein bisschen speichern. Mit ein paar Sachen, die vielleicht länger halten. Ja, das wäre echt nicht schlecht. Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, der Sache schon näher. Ja, klar. Du bist schon im Loch drin, oder wie? Ich bin schon im Loch drin, ganz unten. So, oh shit. Ob ich da hinkommen würde jetzt. Miniaturkälteschaden. Einer hat überhaupt keine Ausdauer mehr. 5. Wie viele Sticks brauchst du nur noch für so ein Scheißfeuer? Oh, 2. verdammt. Das geht ja. 2 Stück geht. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ey, komme ich jetzt da nicht raus, oder was? Machst du gerade Essen oder sowas? Oder hast du Essen noch? Also Essen, ich habe einen Snack halt. Hi! Ja, Moment. grüß Hallo. Dann machen wir Kannibalengeschnitzeltes. dich. Yep. Würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ich habe überhaupt keine Ausdauer mehr. Oder schlafen wäre auch nicht schlecht. Oder eine Bank in Flaschen, aber da brauchen wir Baumstämme. Da brauchen wir echt Baumstämme. Hätten wir einfach vorher müssen Bäume ins Loch einfällen. So. So, Feuer hast du schon Sollen wir gespeichert dann und mal alles? hier einmal abspeichern, oder? Speichern immer wichtig. Und schlafen dann, oder? Hast du gespeichert? Also erstmal speichern. Und jetzt schlafen. Speichern und dann einmal schlafen. Und dann Ah, auch. das sieht schon besser aus. Es geht die Ausdauer wieder hoch. Ja. Und ich könnte, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, essen auf jeden Fall. Essen was für sich. So, also wir hätten da den kleinen fetten Obelix. Der ist da neben dran, gell? Neben uns. Ja, also jetzt rechts von mir, also hinter diesem Steinchen, habe Ja. ich ihn gesehen. Und jetzt nicht mehr. Boah, ist das cool, wir sind hier mittendrin, ne? Ja, zum endlich mal im Loch. Und wenn du nach oben Oh, schaust, da das ist geht er, ja der so. Fette.
sieht einfach so genial aus. Feuerpfeile? Obelix, Explosionen sind glaube ich auch gut gegen den. Ich weiß nicht, ob wir was noch was freispringen müssen, weil ich heb mir mal den einen Dynamit, eine Dynamitstange auf. Ja, läuft bei dem. Ja, leck. Ja. So, einmal mitgenommen, sehr gut. Natürlich rette wieder dich um. Oh, jetzt hast du schon sauer gemacht. Jetzt habe ich nicht sauer gemacht. Oh, oh. Jetzt gibt's ihn aber richtig. Ach. Sorry. Das hast du mich angezündet. Oh ja, aber ich dachte, ich helfe dir noch ein bisschen. Entschuldigung. Egal. Kann man den zerhackseln und essen? Nö, ne? Nee, leider nicht. Oh, Mist. Aber wir haben noch was auf dem Grill. Ich hol kurz. Da haben wir noch was auf dem Grill. Ich hab so Hunger. Ja, so, dann isst du mal. Jetzt verlaufe ich mich wahrscheinlich noch. Jetzt müssen wir sicher hier in das Wasser rein, ne? Ja, genau, da müssen wir runter. Da kommen wir ganz tief weit runter rein. Wie kann ich eigentlich meine Sauerstoffflaschen hier aufpimpen? Wie das immer halt, wenn er schreit und so macht so, Ah, wen haben wir denn da drüben? Vor allem, wenn er immer was isst, dann hört es sich an wie ein Stein. Das ist ja lecker hier, paar tausende Kisten. Dann gucken wir noch mal einmal mitnehmen. Wo bist du? Ja, ich bin hier. Ah, ja. Kann man da tauchen, oder? Ja, nicht nur tauchen. Also hier müssen wir unbedingt. Oh shit. Was gibt's da noch? So. Hier gibt's ewig viele Kisten. Kisten? Ja, oh, also lohnenswert. Das weißt du nicht, Galoppelheinz, ja? Oh shit. Gehst du mir etwa fremd, oder? Oh shit, und noch falsch geworfen auch noch. Ja, wäschst du wieder auf mich. Das ist doch nicht wahr heute. Na, oh, Mann. Hallo. Nö. Bleib doch stehen! Du Mistviech. So, jetzt er, hier. Er ist on fire. Schädel. Eins. Aua, oh. Ich kann ordentlich schlagen. Oh, der hat mich gut erwischt. Das gibt's doch nicht, da muss bloß einmal rund in sich schlagen und ach. Dann geh aber drauf. Mann, da. So, ich hoffe, in den Kisten ist auch was Leckeres drin. So genial, wie das immer halt. Nur die Motorsäge. Ja. Alles haben sie auch nicht schlecht gemacht, das stimmt vom Sound her. Oh, sorry. Haut der mich nieder? Warte mal kurz. Hör mal einfach nur hin. Sorry. Das hört man nicht. Ne. Eben hat's ein bisschen geknackt noch. Ja. Menno, hier ist ja gar nichts am Start. Ja, voll nichts. Der ganze Stress jetzt umsonst gegeben. Oh, hier Dynamit. Ah, ne, wär's. Aber Dynamit, den müsste mal in den Ding-Part drin sein, hier. Aber irgendwie. Das sind Flare-Guns. Ach, Mann. So, jetzt verhungere ich aber langsam. Ja, ich auch. Dann gehen wir mal ein bisschen tauchen. Ich tu mal kurz Wasser auffüllen, warte, gut. Das geht gar nicht, oder geht es hier? Empty Equipment. So. Man kann hier nicht mal Wasser auffüllen, obwohl es Regenwasser ist. Sauerei. Sauerei. Hallo? Findest du was? Och, Mann. Geht nicht. Nö. Vielleicht gibt's im Labor jetzt sowieso was zu essen, da können wir dann Kaffee trinken. Stimmt. Also, dann können wir auch mit unserem Geld, können wir da an diese Automaten. Ja, stimmt, da können wir Kaffee richtig kaufen. Also, Snacks und so ein Zeug. Also. Let's go. Nö. Spaß. Nö. Ich hab keine Lust mehr.
Sonst ist alles wieder, sonst ist die ganze Spiel. Meine Taucherflasche ist relativ leer. Füllt die sich wieder automatisch dann? Nope. Zuck, zuck. Eigentlich nicht, ne? Also du kannst, ich glaube, einfach Equip drücken und dann wäre und dann müsste es wieder voll sein, glaube ich. Okay. Ah, wo geht's denn jetzt da runter? Ich glaube falsch. Ah, hier. Cool. Genau, ist das ja cool. Ist. Jetzt kommt eine riesige Höhle. Da steht wurscht runter. Oh, jetzt lädt's schon. Oh. Yippie. Ich hoffe, ich ertrink jetzt nicht. Nee, nee. Ach, das wär's jetzt. Jetzt müssen wir wieder den Rucksack holen. Da würde ich aber geschmeidig dann aber. Und wenn wir nicht gespeichert hätten, dann wärst du wieder außerhalb vom Loch. Oh ja. Das wäre richtig bitter. Ja, jetzt kommen wir Richtung Timmy, gell? Und Richtung Endgegner. Timmy! Richtung Endgegner, gell? Okay, jetzt wird's wirklich ein bisschen knappig. Also ich habe noch mehr als drei Viertel voll. Scheiße, jetzt ist leer. Kannst du ja nach oben, vielleicht ist irgendwann Luft. Luft. Ja, wird knapp. Ja, okay. Das einfach nach oben. Geht nicht, oder? Jetzt komm, sterb mich hier nicht weg. Einfach weiter. Mir geht nicht, bin tot. Ach nee, oder? Ich kann nicht viel überleben. Drain your energy. Geht's wieder? Ich bin im Flugzeug. Nicht dein Ernst. Doch. Nicht, ach nee, oder? Ach. Nicht dein Ernst. Vor allem, ich bin schwarz. Hallo, cool. Ja, echt so. Ja, schwarz. Mein Rucksack muss doch da jetzt aber da unten sein, ne? Ja. Scheiße. Ich muss überlegen, wie ist mal reingekommen. Ich flieg da irgendwie runter. Aha? Ich spring da irgendwie runter. Nee, das geht nicht, du stirbst. Ah, ich sterbe jetzt bald in Kälte tot. Ich hab mir schon gedacht, weil das Sauerstoffgedöns, das hat mir irgendwie nicht so ganz gereicht. Oh Mann. Hier hat's einfach nix. Schädel. Und jetzt vor allem, ich habe gar keine Sauerstoffflasche und sowas, ne? Ach so, ja, das ist alles im Rucksack, oder? Ist alles im Rucksack. Oh, kacke. Ach nee, oder? Ach. Ja, soll ich zurückkommen, oder? Versuch schon, hier runter zu springen, aber... Ja. Aber, oh. Ist auch blöd. Kann ja, ich, kann ich dir... Kann ich dir mein... Nimm mal gleich die, das Tablett damit. Ein Flugzeug. Und dann versuch vielleicht, ich weiß nicht, das. Ja, das geht nicht, oder? Nee. Verdammt. Oh Mann. Das ist natürlich richtig. Richtig mies. Das ist jetzt. Oh Mann. Ich komm zurück. Ja. Licht unter. Wieso habe ich jetzt kein Licht unter was? Da ist ja kein Zweig an. Oh. Das Gute ist, da sind zwei Tode vermerkt. Also ich hab... Zwei. Ich bin eben nochmal schnell gestorben. Achso, ja, das... Kann ich theoretisch auch holen, das Zeug. Aber ich kann nicht... Ich kann dir nicht... Zwei nee. Tode. Ah, jetzt müssen wir wieder wissen, wo der... Müssten wir wissen, wo. Ja, jetzt wissen wir, dass du immer gleich, bevor du tauschst, immer schön Tauchflasche auffüllst. Ja, das stimmt. Können wir nicht laden? Das geht, glaub nicht. Nee, ich denke, das geht nicht. Menno. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Im Loch. Ja, in der Höhle. Oder im Loch bei der Höhle. Wir können es versuchen. Können wir mal was versuchen? Ah, ich weiß nicht. Hm. Ich weiß gerade, ich habe gerade voll die Orientierung verloren hier unten.
Das wäre nämlich gerade jetzt ein bisschen scheiße. Dann, dann springe ich jetzt mal raus und wir versuchen mal zu laden. Ja, warte mal kurz. Ich gehe noch kurz raus aus dem. Ja, aus. Ins Loch rein. Oh, jetzt hänge ich hier. Wie jetzt, Mann? Nee, oder? Nicht schon wieder wie. Aber das ist immer so buggy, hier kommt einfach nicht mehr raus. Aber das Problem ist halt, ich kann, glaube ich, niemals so weit tauchen mit der normalen Lunge. Verdammt. Außer du würdest mir deine Ausrüstung geben. Geht das? Es gibt sowas. Ich glaube nicht. Nee, jetzt versuch mal einfach mit Neuladen, dann müsstest du ja wieder haben. Oder? Oder wie haut's mit der Folge hin? Ich hatte doch mal hier Medizin. Oder versuch's mal. Versuch's mal mit Neuladen. Okay. Da muss ich aber auch raus, oder? Oder nicht? Weiß nicht, probier's einfach. Ah, das muss ich probieren. Versuchen wir mal. Ich hoffe, es funktioniert, weil sonst muss ich erst eine Taucherrüstung holen und. Das wäre schon mega hart. Lädt schon neu, oder? Ich versuche mal mein Glück. Bis gleich, meine Damen und Herren. Bis gleich. Wir versuchen unser Glück. Oder? Nochmal. Was habe ich? Ah, doch, hier haben immer noch mein Essen. Wir haben es geschafft. Es geht also so, wenn man mal richtig Scheiße baut, wie ich das da gehabt habe. Einfach Reus joinen und dann neu laden. Fertig, der Lack. Habt ihr sicher schon gewusst. Der Mister gönnt sich gerade wieder einen Fuß. Sehr lecker. Zwei. Ja, soll mal schlafen, oder? Ja, machen wir mal. Machen wir mal. Z. Sehr gut. Oh, bin ich froh. Boah, das wäre sonst voll das Theater gewesen. Leck mich fett. Komisch, ja, wir schlafen, der Fuß ist immer noch nicht fertig. Ja, das ist ja auch nichts. Oh, du, bin ich froh. Hätte ich sonst die Taucherausrüstung holen müssen. Und beten, dass ich meinen Rucksack holen kann. Na, auf jeden Fall. Jetzt lädst gleich mal dein Sauerstoffläschchen. Ja, das muss ich nachher erstmal abchecken, wie das nochmal geht. Also das ist ja zum Weinen sonst. So, Obelix, hi, wir sind wieder. Euch kenne ich doch. Ihr jungen Rabauken. Oh, oh. Wir sind die aus der Zukunft. Wir sind die aus der Zukunft. Wir sind also zurück in der Vergangenheit. Läuft er jetzt bald los oder was ist da los? Da hat glaub ich keine Lust mehr zu kämpfen. Ja, sieht uns einfach nicht, der ist blind. Der ist echt blind, ne? Wie viel hält der aus? Ich mein 4. Ich weiß nicht. Ich weiß mal, Feuerbreite. Oh, ist doch jetzt nicht wahr. Oh, jetzt rastet er aus. Jetzt rastet er aus. Ja, jetzt war klar, dass wieder über mich rennt. Oh, nö. Einmal erwischt. Uiuiui. Und dann. Die Feuerpfeile. Mann. Du und deine Feuerpfeile. Bis du die immer fertig hast. Ja, sorry. So. Wieso geht's nicht? Ich hab doch Feuerpfeile. Oh. Arschbombe. Was war denn das? Das war Obelix Arschbombe. Da war es eine Arschbombe. Bauchplatsch. Jetzt ist aber platt. Wie rot der ist. Meine Pfeile. Dann nimmt er mir die Pfeile wieder weg. Na Mann, ernst, das wird schon mit deiner Mama reden. So, lohnt sich das eigentlich zu dem Buckel Philipp darüber? Was war da? Ein bisschen Dynamit. Nee, Flare Guns und das war's aber. Brauchen wir nicht. Brauchen wir echt nicht. So, hier, nicht. Taucherausrüstung. Und jetzt, wie tue ich das nochmal? Einfach auf linke Mauser schicken. Das ist schon aufgefüllt. Einfach auf den Erdkreis. Ja, jetzt ist voll. Ja. Flipp ich doch aus. Let's go. Let's go. Jetzt ist scheiß Loch. Da hinten. Wenn man da hochschwimmen will, da sind wir schon bei dem einen Loch bei unserem Lager. Das backt so rum und dann hängst du immer unter dem Felsen fest und deswegen bin ich letztes Mal damals da ertrunken, wo wir
die eine Axt da geholt haben. Mhm. Wo müssen wir denn jetzt hin? Buggy, buggy, so. Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir. Voll getankt, ja. Bis oben hin. Supi. Passiert mir nicht nochmal. Nicht nochmal. Wir haben einfach mal 5 Meter gefehlt. Ja, echt so, ne? Ja. Und du so, ja, tauch auf, das wird schon klappen. Ja, ja. Ich dachte, du lebst noch, weißt du, so, ich hab gedacht, du hängst jetzt an der Decke fest oder so. Also, sehr gute Idee. Tauch auf, tauch auf. Ja.